Willkommen zurück bei einer neuen Episode Dark Souls 3. Wir haben in der letzten Episode Aldrich, die alte Pupsmaschine, mal gehörig auf die Fresse gehauen. Und jetzt geht's weiter in Anor Londo. Und wir haben ja schon im Kampf gesehen, dass hier links und rechts zwei Durchgänge sind. Und wenn ich mich richtig erinnere an den ersten Teil, dann sind da die Fahrstühle, mit denen man nach oben kommt. Und das scheint auch so korrekt zu sein. Dann düsen wir mal nach oben. Dann sollten wir nämlich theoretisch zu der Kammer kommen, wo damals die Göttin hockte, die ich mal in einer vorigen Episode falsch betitelt hatte, denn ich dachte, ihr Name war Gwendolyn. Aber das ist anscheinend falsch gewesen, denn ihr Name ist Guinevere oder so irgendwie. Aber ist ja auch schlussendlich pupsegal. Ich möchte mich hier nur kurz mal schnell ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Sieht aber nicht danach aus. Ich schätze mal auch grob, dass die riesige, dickbrüstige Dame jetzt auch nicht mehr da sein wird. Denn wie wir ja aus Teil 1 wissen, hat die nie wirklich existiert. Also hat sie mal, aber als wir sie im ersten Teil gesehen haben, war sie schon längst weg. Tränen. Ah, tolle Aussicht, unmöglich. Tja, ist nur noch das riesige Sofa von ihr da und sonst nix mehr, außer ein Item. Ring der Sonnenprinzessin. Okay. Moment mal. Scheinbare Wand voraus. Ja, anscheinend nicht, hä? Anscheinend nicht. Du Sackgesicht. Dann gehe ich mal grob davon aus, dass bei denen hier auch nicht funktionieren wird. Nee. Nope, nope. Nope. Inventar. Möchte mir mal, wobei geht schneller, wenn ich hier auf die Ringe gehe. So, Ring der Sonnenprinzessin, das war der hier, oder? Stellt die P langsam wieder her. Dieser Ring steht in Verbindung mit Guinevere. Okay, hier heißt jetzt Guinevere, warum auch immer. Der Sonnenprinzessin und ältesten Tochter des ersten Fürsten Gwyn. Die Wärme des Ringes gleicht einem Sonnenstrahl, er stellt die P nach und nach wieder her. Guinevere verließ ihr Zuhause mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Mutter mehrerer himmlischer Kinder. Okay, dieses stellt TP langsam wieder her, klingt im ersten Moment mal spannend. Aber ich wette, das wird wieder nur so eine fucking geringe Menge sein. Also, dass es so langsam geht, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Und da geht es anscheinend echt nicht mehr weiter, hä? Na gut, dann war's das also mit Anor Londo. Sieht ganz danach aus. Ein bisschen. Ich meine, da hinten waren wir ja schon, da war nix. Dann düsen wir mal wieder zurück zum Leuchtfeuer und werden uns teleportieren. Na gut. Momentchen mal. Truhe voraus. Nee. Okay, ich schätze mal, was der hier meint. Wenn man es im Englischen nimmt, dann heißt es Chest Ahead. Und ich gehe mal davon aus, das hat er geschrieben in Bezug auf die... Na, ihr wisst schon was. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Okay, reisen. Wohin denn? Ich will, ehrlich gesagt, jetzt... Ach, da ist es. Kerker von Irithyll. Da will ich hin. Da geht's weiter. Hoffe ich mal. Wobei wir hätten auch eigentlich noch immer den Dingsbumsee, der unter... wie hieß der Boss nochmal? Der riesige mit den zwei Händen und immer... Da unten, dieser See. Schmelzsee oder... So irgendwie hieß der doch. Meine Güte, jetzt muss ich das echt nochmal nachgucken, wie der Scheiß hieß. Wobei, das steht hier doch gar nicht, oder? Nee. Nee, hier haben wir nur die verwaiste Gruft. Da steht aber nicht der Name vom Gebiet. Irgendwas mit See, irgendwas. Keine Ahnung mehr. So, stimmt. Hier war ja dicht. Na, dann gehen wir hier mal rein. Hier ist ein Item. Das ist eine Leiche. Stehst du auf? Du stehst auf. Okay.
Also man merke sich für dieses Gebiet mal vor, immer auf die Leichen gucken. So, ich gehe mal davon aus, dass der ein Item hat, wird er sich nicht mehr bewegen. Oder vielleicht doch. Danke dafür, für eine beschissene rostige Münze. Yippie-ka-yay, Schweinebacke. Oh. Na, wer bist denn du? Das sieht zumindest schon mal ein bisschen fies aus. Komm ich da rein? Komm ich tatsächlich? Wirst du mich auch wieder anschreien? Nein. Aber du gibst mir immerhin eine große Titanitscherbe. Danke dafür, mein Freund. So, hier noch. Da ist leer. Machen wir hier noch auf oder auch nicht, denn die ist verschlossen. Na schön. Okay, wo ist denn dieses Mistvieh jetzt hin? Hat das mich schon bemerkt? Wie hat mich das schon bemerkt? Hallo. Du siehst richtig ekelhaft aus. Und besonders dein Brandzeichen gefällt mir überhaupt nicht. Hossa! So. Drei Schläge geht klar. Das geht klar. Okay, da könnte ich theoretisch mal nach unten springen. Ach, und da sind wieder diese Kerkerdinger. Also, wo so ganz viele Leichen in einem kleinen Gefängnis drin stecken. Vorsicht vor rechts. Hallo. Tja, mein Freund. Danke dafür. Schwindende Seele. Na gut. Könnte von mir aus ruhig eine größere sein. Kann ich hier aufmachen? Könnte ich sogar. Moment mal. Dich treffe ich doch so auf. Das Risiko müssen wir nicht unbedingt eingehen. Ich meine nur, ich weiß noch nicht so wirklich, was die Typen genau drauf haben. Vielleicht haben die hier wirklich irgendeine total beschissene Attacke. Oh, da ist noch einer von denen. Ah, jetzt weiß ich aber nicht, ob da rechts drin auch was ist. Na gut. Oh, da ist noch einer. Oh, und da kommen noch mehr. Hui. Au. Ach, komm, Junge. Verpiss dich. Ach, jetzt kommen hier noch mehr. Oh! Alter, schlag zu! Wieso zur Hölle sind jetzt meine HP so wenig? Hä? Ach, jetzt werden es wieder mehr. Aha. What? Problem ist, jetzt weiß ich nicht mal, von wem das war. War das von den Typen oder von denen, die hier drin waren? Irgendein beschissener Effekt. Es ist aber ein bescheuerter Effekt. Halt's Maul! What? Verschlossen. Wahrscheinlich Shortcut. Na, da unten steht doch auch noch einer. Ja, hallo. Gucken wir mal, wie viel kann ich bei dir Schaden machen, wenn ich dir einen Pfeil in die Fresse ballere? Es lauf doch nicht weg. Ach, komm schon. Hehehe. So, der mal erledigt. Ich glaube, ich sollte mich auch besser mal heilen. Okay, da geht's nach unten. Da steht wieder einer von denen. Und noch haufenweise von den Käfigen. Aber ich würde mal sagen, bleiben wir mal auf dieser Etage. Denn wir können hier auch noch rüber. Wer schreit denn hier so?
Geh mal grob davon aus, diese Tür hier wird dicht sein. Ja. Oh, hallo, da hinten. Komm du mal zu mir her. Will ja nicht. Du sollst dich zu mir bewegen. Na gut, dann mache ich dich halt mit Pfeilen weg. Ist mir auch egal. Das ist nämlich immer so eine Sache. Wenn die sich nicht bewegen wollen, dann weiß man schon jetzt, da ist irgendeine Falle, die passieren wird. Och, jetzt kommt er. Jetzt wird er aber fix. Jetzt wird er aber fix, der Junge, ey. Oh, oh. Fuck. Ach, und da kommen schon die anderen Kollegen. Wieder mal ganz wenige. Fuck, da habe ich noch einen übersehen jetzt. Scheiße. Ich würde es mal schön finden, wenn meine HP wieder zurückkommen. Na, dankeschön. Okay, einer noch. Erledigt. Aber was schreien hier im Hintergrund die ganze Zeit? Okay, hier ist mal clean. Hier ist ein Item. Nochmal Titanitscherbe. Okay. Hier ist sonst nichts. Der Typ stand da hinten in der Ecke echt nur, um einen zu verarschen. So, hier habe ich ja vorhin noch gesehen, hier war ein Loch. Joink. Bleiches Kiefernharz. Was ist ein bleiches Kiefernharz? Hatte ich das schon mal? Ich glaube nicht, nee. Fügt Magie hinzu. Alles klar. Alter, irgendwas. Ey, da. Okay, ich kann den nicht anvisieren. Wieso kann ich dich nicht anvisieren, mein Freund? Der tut mir auch nichts. Juhu! Okay. Werf mir mal einen genaueren Blick auf dich. Du siehst echt total ekelhaft aus, weißt du das? Hey, wende nicht deinen Blick von mir ab, wenn ich mit dir spreche. Gut, ich habe dich zwar eigentlich nur beleidigt, aber trotzdem. Macht man das nicht. Ah, hier kann ich aufmachen. Dann sollte ich ja jetzt theoretisch genau hier die Tür sein. Na gut, ist zumindest mal ein kleiner Mini-Shortcut, der aber auch nicht wirklich so dermaßen viel bringt. Schlüssel des Ausbrechers. Wo kann ich denn den bitte schön benutzen? Steht da irgendwo was? Wo haben wir ihn denn? Da. Schlüssel zum versperrten Fenster des Kerkers. Nach unten führt das Fenster allerdings nur zu einem bodenlosen schwarzen Loch und nach oben zu einem armseligen Blick über die gottlose Hauptstadt. Die Anordnung des Fensters erscheint wie ein grausamer Witz der Gefängniswärter auf Kosten der Möchtegern-Ausbrecher. Map mal, ist das dann, ist das dann das da hinten? Das war doch hier, oder? Ja. Das gehört tatsächlich hierhin. Okay, da werde ich jetzt aber noch nicht rausspringen, denn wie es mir hier... das war knapp. Denn wie es mir hier aussieht, komme ich dann nicht mehr zurück. Und hier gibt es doch noch ein bisschen was, das wir entdecken können. Das will schon noch erledigt werden. So, da unten steht wieder einer von den Pissern. Versuchen wir jetzt aber einfach mal. Die hier sollten ja noch leben. Ja, die leben noch. So, hauen wir die mal weg, dann können wir uns gemütlich in Ruhe um den bescheuerten Kerkermeister da unten kümmern. Ich gehe mal davon aus, dass das die Kerkermeister sind. Irgendwie sehen die so kerkermeisterhaftig aus. So, ist sonst noch irgendwo eins?
Ja, da ist noch eins. Na scheiße, das treffe ich aber nicht mehr vernünftig. So, Kumpane da unten. Lass mir mal deinen bescheidenen Rauch ein bisschen verfliegen. Oh, tschüss. Ja, hallo. Okay, die sind tatsächlich mit einem Schlag tot. Das finde ich gut. Schwindende Seele, ihr lebt nicht mehr, oder? Nee, okay. Aber ihr beiden lebt. Das merkt man doch immer sofort. Denn die, die sich bewegen, sind ein bisschen heller. Und jetzt läutet bei mir die Glocke. Das heißt, ich muss mal kurz Pause machen. Also bis gleich. So, und wieder zurück. Der Paketdienst war an der Tür. Hat mir ein schönes Paket gebracht. Aber jetzt kann es weitergehen. Hier natürlich verschlossen. Genau da, wo ein Item liegen würde, ist verschlossen. Na, was für ein Scheiß. So. Was sagst du mir? Vorsicht vor links, Monster. Naja, das sollte aber theoretisch ja der sein, den ich vorhin mit den Pfeilen weggeballert habe. Aber sicherheitshalber gucken wir nach. Da ist nichts mehr. Gut. So, stehst du auf? Anscheinend nicht. Hier natürlich auch verschlossen. Ach, leck mich doch. Der sollte sich theoretisch nicht mehr bewegen. Die hier alle auch nicht. Ich gehe jetzt grob mal davon aus, der da drin liegt, der wird sich bewegen. Ach, da steht ja sogar einer. Der hier bemerkt mich überhaupt nicht. So, was ist mit dir? Gerade der, wo ich gedacht hätte, der wird aufstehen, der steht nicht auf. Na gut. Hut des uralten Zauberers und alles andere vom uralten Zauberer. Wird aber mal, schätze ich mal, grob nicht so wirklich für mich geeignet sein. Das war das hier. Traditionelle Gewand der Zauberer der Drachenschule von Winheim. Es heißt, Zauberer seien schon vor langer Zeit immer korrekt gekleidet gewesen. Selbst auf Entdeckungsreisen in ferne Länder. Heute hat sich dieser Brauch fest etabliert. Ja, gut, das soll ja sowieso so sein. Man sollte immer schnieke gekleidet sein. Stehst du auf? Nein. Okay. Was ist mit euch hier? Ach, das ist ja wieder eins von diesen Viechern, die mich wieder mit ihren bescheidenen Maden bespucken. Hat das irgendeinen Sinn, wenn ich da reingehe? Ich sehe zumindest kein Item oder irgendwas, aber gut, kann natürlich sein, dass das Mistvieh irgendwas droppt. Hey, ho! Oh, du bist hinter mir. Ah, fuck you. Großer Zauberschild. Und ich habe natürlich wieder die Maden an mir kleben. Aber Moment mal, ging das nicht? Ha! Ja, mit Feuer gehen sie weg. Sehr schön. So, wir haben einen neuen Zauber erhalten. Der wird mir aber allerdings auch nicht so viel bringen. Denn zaubern kann ich nicht. Verstärkt den linken Schild enorm mit Magie. Gut, egal. Dann ist jetzt eigentlich, Moment mal, war jetzt eigentlich noch irgendwas da hinten drin? Ich glaube nämlich nicht. Versteckte Wand? Auch nicht. Na gut. So, dann wird die Seite, die untere Etage mal erledigt. Moment mal, hier geht es ja noch weiter nach unten. Okay, da laufen schon wieder ein paar von denen. Dann gehe ich mal grob davon aus, dass ich über die andere Seite darunter irgendwie komme. So, wo ging sie jetzt nochmal hoch? Da, sehr schön. So, dann über die Brücke.
Ja, halt's Maul da drin. Da bin ich schon so nett und töte dich nicht. Also kannst du auch gefälligst mal die Klappe halten. Ah, da steht auch wieder einer. Natürlich eine schöne Falle, dass sie den hier so hinstellen, dass er mit dem Rücken zu einem steht. Dass man sich denkt, hey, da laufe ich jetzt locker flockig runter und gebe denen einen Backstab. Tja, und dann kommt wahrscheinlich der Kollege von hinten und dann ist man schon am Arsch. Deswegen werden wir versuchen, einfach mal den hier vielleicht mal ein bisschen anzulocken. Komm doch hoch zu mir. Ah, oh, der ging daneben. Oh, da kam der schon. So, weg mit dir. Ich hoffe mal, ich treffe den und springe nicht darüber. Nee, hat funktioniert. Ach, da hinten steht noch einer in der Ecke. Den hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Ja. So. Irgendwas gedroppt? Nee. Heilung, bitte, danke. Oh, da ist noch einer von denen. Okay, den kann ich aber diesmal anvisieren. Also gut. Jupp, und der bewegt sich auch. Kannst du nicht so sein wie dein freundlicher Kollege da oben? Hä? Arschloch. Simpler Edelstein. Gut. Na gut. Da ist noch eins. Alter. Klappe zu, Leute. Oh, Crystal Lizard. Geh mal grob davon aus, zu. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Alles klar. So. Schnell mal heilen. Boah, das ist doch wieder eine Falle, das weiß ich jetzt schon. Ja, gut. Was soll's? Ach ja, da kommt was. Jetzt läuft mit der Lizard davon. Ach du blödes Mistvieh. Klappe zu. Wegen dir habe ich jetzt meinen Lizard verpasst. Ach. Scheißvieh. Toll, da hockt noch einer. Na komm her. Ich mach dich platt. Na komm raus. Na komm raus. Na komm schon. Na gut, wenn du nicht willst, dann komme ich rein. Mistvieh. Och, jetzt ist echt der Lizard weg. Na, so ein Scheiß aber auch. Oh, und hier geht's nach draußen. Woran seid ihr bitte schon alle gestorben? Heimatknochen, aha. Ah, von dort stehen auch noch ein paar. Die sind aber irgendwie ein bisschen anders. Ganz kleines bisschen. Aber ich würde einfach sagen, die machen wir dann locker flockig in der nächsten Episode platt von Dark Souls 3. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Ob man sieht sich.